Das ist jetzt der letzte Teil der Videoreihe zum Thema Flachdübelfräse und hier geht es noch um ein paar ganz spezielle Anwendungen. Ja, wie im letzten Teil angekündigt, geht es hier noch einmal um spezielle Anwendungen für die Flachdübelfräse, beispielsweise Gärungsverbindungen. Da zeige ich euch einen ganz tollen Verbinder oder besser gesagt zwei Verbinder für Gärungen, mit denen ihr sehr schnell arbeiten könnt. Beispielsweise dann, wenn es darum geht, Bilderrahmen zu verbinden oder Sockelleisten. Dann bin ich ja auch schon auf das Thema Nuten mit der Flachdübelfräse eingegangen. Das funktioniert. Ich zeige euch auch, wie es funktioniert, aber es ist nicht ganz einfach und fehlerträchtig. Denn so eine Flachdübelfräse bietet euch ja keine stufenlose Einstellung für die Frästiefe, sondern ist ja so gemacht, dass ihr hier die Verbindergröße wählt und dass daraus dann die Frästiefe resultiert. Jetzt könnt ihr zwei Sachen machen. Ihr könnt entweder eure Möbel so planen, dass ihr mit den Standardfrästiefen hier arbeitet, oder aber ihr verstellt ständig hier diesen Tiefeneinsteller und müsst nach jedem Nutvorgang oder nach jedem Wechsel zwischen Nuten und Verbindungen fräsen, das ganze System wieder neu einstellen. Ich halte das Fräsen von Nuten mit der Flachdübelfräse zwar für machbar, aber nicht empfehlenswert. Ich kann jetzt lange drum herum reden, warum und weshalb, aber ich denke, wenn ich euch das zeige, dann seht ihr ganz genau, wo die Probleme liegen. Problem Nummer 1 ist, dass ihr die Fräse während des ganzen Vorgangs gegen die Federkraft in euer Holz drücken müsst. Das müsst ihr sehr gleichmäßig machen. Ihr dürft also nicht zwischendurch mal nachlassen mit dem Druck, denn dann wird eure Nut an dieser Stelle natürlich weniger tief. Das zweite Problem sind Anfang und Ende eurer Nut. Da kippt ihr natürlich gerne ab, je nachdem, wie hier euer Anschlag gestaltet ist. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine solche Platte hier zu verwenden. Damit habt ihr dann eine bessere Auflagefläche. Mit dem Klappanschlag fräst ihr immer nur in einer Position. Ihr müsst also dann den Zusatzanschlag verwenden. Und je nachdem, wie der dann gestaltet ist, ist der durchgehend und ihr braucht diese Platte hier nicht mehr. Da könnt ihr eure Nuthöhe einstellen. Das Problem beim Nuten ist jetzt allerdings, dass das Ganze relativ wackelig wird. Ihr müsst also eure Fräse sehr gut führen und ihr müsst auch aufpassen, wo ihr eure Finger habt. Denn jetzt ist es ja nicht mehr so, dass ihr in die volle Fläche fräst, sondern auch darüber hinaus. Und dann steht euer Fräser natürlich hier raus und ihr müsst mit den Fingern aufpassen. Das ist also nicht ganz ungefährlich. Ihr seht, das funktioniert zwar mit den Maschinen, aber schön ist anders, Spaß macht das auch nicht und wie gesagt, ganz ungefährlich ist die Sache ebenfalls nicht. Ihr müsst auch sehr darauf achten, im Gegenlauf zu fräsen. Würdet ihr im Gleichlauf fräsen, dann wird eure Maschine unkontrolliert beschleunigt, vom Werkstück weggedrückt und dann wird es wiederum gefährlich. Das ist eine Notlösung. Die Flachdübelfräse ersetzt keinen Nutfräser auf der Oberfräse oder die Tischkreissäge zum Erstellen von solchen schmalen Nuten. Nehmt dann lieber einen Scheibennutfräser und eure Oberfräse oder macht das Ganze mit dem Sägeblatt auf der Tischkreissäge. So, nach dem Nuten jetzt zu Anwendungen, die wesentlich besser funktionieren, nämlich Verbindungen wieder. Und hier will ich euch diesen Verbinder nochmal vorstellen. Der sieht aus wie jede andere Holzlamelle auch. Ist aber wesentlich größer. Das hier ist zum Beispiel zum Vergleich ein Flachdübel Größe 20 und ihr seht, der hier ist wirklich größer. Der nennt sich S6, ist aber leider von Lamello Original nicht mehr zu bekommen. Zumindest habe ich ihn nirgendwo mehr gefunden. Im Katalog ist er auch nicht mehr drin und auch auf der Internetseite von Lamello findet ihr diesen Verbinder nicht mehr. Aber ihr bekommt ihn noch von anderen Herstellern. Ich habe zum Beispiel welche bei Amazon noch bestellt. Müsst ihr einfach mal nach Flachdübel S6 suchen und dann findet ihr die noch. Dieser Verbinder ist ideal dafür geeignet, wenn ihr dickere Bauteile habt, also dickere Materialien, und die miteinander verbinden wollt. Dieser S6 geht dann tiefer ins Holz rein
und er ist auch länger. Ihr habt also einfach mehr Halt dadurch. Er hat allerdings eine Besonderheit und die zeige ich euch jetzt. Ihr müsst da etwas anders anzeichnen. Diese beiden Teile will ich jetzt so verbinden, als Winkel. Und da zeichne ich mir erst einmal meine Verbinderposition wie gewohnt auf einem der beiden Teile an. Zwei Stück sollen hier rein. Und jetzt kommt die Besonderheit. Ihr müsst zweimal fräsen und zwar mit einem Versatz von 10 mm. Das zeichnet ihr euch auch noch an. Dann übertragt ihr diese Position ganz normal auf euer Gegenstück, so wie ihr das gewohnt seid. Die Flachdübelfräse stellt ihr jetzt auf die Einstellung Max, also maximale Frästiefe, und dann fräst ihr jeweils für einen Verbinder zweimal ins Holz rein. So passen jetzt eure S6-Verbinder wunderbar in diese längeren Fräsungen rein. Und für dickere Bauteile gibt das wirklich eine Bombenverleimung. Und den S6 könnt ihr wirklich mit jeder Flachdübelfräse verarbeiten. Das ist das Schöne daran. Ihr braucht also keine Spezialmaschine, keinen speziellen Fräser. Ihr nehmt eure ganz normale Flachdübelfräse, egal ob die von Makita ist, von DeWalt oder wie bei mir von Lamello. Das passt. Das Gleiche gilt auch für diese beiden Verbinder hier. Auch die sind wirklich grandios in der Verarbeitung, ganz simpel und wirklich tolle kleine Helfer, so kleine Problemlöser. Die nennen sich E20, die gibt es einmal in der Variante E20L, das wäre der hier, und in der Variante E20H, das wäre der. Da könnt ihr euch auch eine kleine Eselsbrücke machen. Der L ist für, ja, wird längs eingebaut und der H wird hochkant eingebaut. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr die verarbeitet. Das ist nämlich, wie gesagt, ganz einfach. Aber vor allem beim Verbinder H, wenn man den zum ersten Mal verarbeitet, steht man vielleicht etwas auf dem Schlauch. Deswegen zeige ich euch das mal. Eine tolle Anwendung für den E20L sind Bilderrahmen. Da seht ihr in der Regel nur eine Seite, also die Vorderseite. Die Rückseite hängt an der Wand. Und wenn euch das zu viel ist, hier immer mit Rahmenspannern oder Schraubzwingen diese Ecken zu verleimen, dann ist der E20 genau das Richtige für euch. Zunächst einmal macht ihr eine ganz normale Flachdübelverbindung in die Ecke rein. Das funktioniert ab einer Rahmenbreite von 60 mm, da habt ihr Platz genug für einen 20er Flachdübel. Der sollte dann aber schon relativ genau in der Mitte sitzen. Da macht ihr erst einmal eine ganz normale Flachdübelverbindung, wie ihr das kennt. Jetzt könntet ihr das wie gewohnt mit Zwingen, Spanngurten, wie auch immer verbinden. Aber hier kommt jetzt dieser E20 rein, das ist viel einfacher. Hier kommt jetzt Leim dran, in den Schlitz und auf die Fläche. Verbinder rein, Gegenstück auch. Jetzt steckt ihr das zusammen. Dreht das um. Hier ist jetzt euer Flachdübel drin. Und jetzt könntet ihr das wie gewohnt mit Zwingen, Spanngurten, wie auch immer verbinden. Aber hier kommt jetzt dieser E20 rein. Das ist viel einfacher. Und zwar legt ihr jetzt eure Verbindung zusammen mit Leim und mit dem Dübel hier drin.
wird alles mit der Einstellung für 20er Flachdübel gefräst. Ihr setzt eure Flachdübelfräse genau über die Verbindung. Hier ist die Mitte des Flachdübels. Das wäre die maximale Breite, die die Maschine kann. Damit solltet ihr natürlich nicht übers Holz hinauskommen. In der Regel reicht bei einer solch kleinen Ecke einer dieser E20-Verbinder. Ihr könnt aber auch mehr reinfräsen, das bleibt euch überlassen. Ich mache jetzt mal hier zwei Stück rein. Und dann fräst ihr einfach von oben in die Verbindung rein. Der sitzt jetzt relativ knapp, aber das passt noch gerade so. Das solltet ihr nicht ganz so knapp machen. So, jetzt steckt ihr diese Verbinder rein, drückt nochmal die Gehrung zusammen und dann klopft ihr die Verbinder fest mit einem Hammer ins Holz. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mit einem Metallplättchen etwas nachklopfen. Den Verbinder seht ihr natürlich nur auf der Rückseite. Vorne ist alles sauber und wenn der Leim abgebunden hat, ist das eine stabile Verbindung. Der E20H ist auch für Gehrungen, aber für eine andere Einbausituation, nämlich für diese hier. Typisches Beispiel für sowas wäre ein Schranksockel, den ihr auf Gehrung verbinden möchtet. Da sitzen diese E20-Verbinder so hochkant in der Gehrung drin. Und dieser E20 entspricht von der Größe her einem halben 20er Flachdübel. Der muss jetzt hier rein. Und im Prinzip ist das ganz einfach. Im ersten Moment denkt man, wie soll das Ganze funktionieren? Wenn man es dann aber mal gesehen hat, ist es vollkommen logisch. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach. Eure Flachdübelfräse stellt ihr jetzt für eine ganz normale Gehrungsverbindung ein. Bei 45 Grad, wie hier, nehmt ihr wieder euren Zusatzanschlag. Habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und jetzt spannt ihr diese beiden Teile zusammen, schön bündig. Ich habe euch das hier markiert, damit ihr das besser nachverfolgen könnt. Hier ist die Nummer 1, die kommen zusammen. Hier ist die Fuge zwischen beiden Teilen und da genau setzt ihr euren Flachdübel rein. Jetzt habt ihr in jedem dieser beiden Teile eine halbe Flachdübelfräse für eine Flachdübelgröße 20. Das Ganze braucht ihr noch hier. Jetzt könntet ihr rein theoretisch eure Fräse hier so halb aufsetzen, aber das ist zum einen etwas gefährlich, weil der Fräser ja zur Hälfte rauskommt und es ist auch recht wackelig. Deswegen spannt ihr euch dann besser die Teile um. Genauso wieder zusammen. Jetzt aber hier die beiden Kanten, die ich mit 2 nummeriert habe, zusammen. Auch wieder schön bündig, schön dicht zusammen. Und dann macht ihr die zweite Fräsung. Jetzt habt ihr hier jeweils eine halbe Flachdübelfräsung. Da kommt jetzt wieder Leim auf die Verbindung. Wäre hier noch Platz genug, könntet ihr noch einen ganz normalen Flachdübel hier mit einleimen, aber dafür ist das Teil hier zu klein. Also Leim rein, auch ruhig in die Schlitze. Auch wenn ihr da Kunststoff reinmacht, ein bisschen hält der Leim immer. Dann steckt ihr das, haltet ihr das zusammen. Schön dicht, wenn es geht, also dicht wie möglich schon zusammenhalten. Verbinder ansetzen, leicht andrücken und den Rest dann mit dem Hammer machen. Diese Verbinder ziehen eure Bauteile minimal zusammen. Zwar nicht mit dem Druck wie zum Beispiel ein Klammex oder ein Tenso, aber es reicht in der Regel für solche einfachen Verleimungen vollkommen aus. Und schon habt ihr eine Gehrungsverbindung, die erst einmal hält, aber natürlich muss der Leim noch abbinden. Dann wird das Ganze stabil. Wenn ihr noch Platz habt, wie gesagt, macht noch zusätzlich Flachdübel rein, dann kriegt das Ganze noch mehr Halt. Aber beispielsweise für einen Schranksockel wäre das eine ausreichend stabile Verbindung. Also beide Gehrungsverbindungen sind wirklich ganz einfach. Und wie gesagt, den S6, schaut mal, wo ihr den noch bekommt.
Der ist wirklich klasse für etwas massivere Bauteile, kann natürlich verwendet werden wie jeder andere Flachdübel auch. Ja, und damit endet diese Videoreihe zum Thema Flachdübel. Die einen werden sagen, Gott sei Dank, endlich kommt mal wieder was anderes. Die anderen werden denken, war das schon alles? Nein, das war nicht alles. Ihr könnt mit Flachdübeln im Prinzip jede Verbindung herstellen, egal wie der Winkel ist, egal wie das Bauteil aussieht. Es muss nur breit genug sein, damit ihr so einen Verbinder reinkriegt. Und dann war das natürlich noch nicht alles. Da geht noch viel mehr, aber das könnt ihr ja selber herausfinden, nachdem ihr jetzt die Videos gesehen habt, wisst ihr, wie es geht. Und da Flachdübelfräsen wirklich so einfach zu handhaben sind, halte ich sie für eine Einsteigermaschine. Also jeder, der mit der Holzverarbeitung anfängt, Möbel bauen will, dem würde ich eine Flachdübelfräse schon ganz am Anfang empfehlen. Denn ihr könnt mit keiner anderen Maschine so schnell und einfach Holzverbindungen machen. Und das Ganze hält sich auch preislich noch im Rahmen. Wie beim ersten Video schon gesagt, bekommt ihr vernünftige Fräse schon für 230 bis 250 Euro. Dann habt ihr zum Beispiel die Makita PJ7000 oder die Dewalt-Fräse. Das sind wirklich gute Maschinen, mit denen ihr dann vernünftig eure Eckverbindungen machen könnt, ohne euch über schlechte Systeme, schlechte Verbinder ärgern zu müssen. Die Flachdübelfräse wird auch im derzeit laufenden Online-Kurs zum Thema Werkstattplanung vorkommen. Da wird es nämlich am Ende des Kurses ein Video geben, in dem ich so eine Grundausstattung vorstelle, was Maschinen und Handwerkzeuge angeht. Und da ist die Flachdübelfräse ganz klar mit dabei. Diese Woche ging es im Online-Kurs um das Thema Absaugung, auch ein ganz wichtiges Thema. Da erkläre ich, welche Absaugsysteme es gibt, was braucht ihr also für Handmaschinen, was braucht ihr für die großen Maschinen, wie sie hier im Hintergrund stehen. Es geht um Rohrsysteme, Flexschläuche, Schieber, also alles, was da dran hängt. Auch das Thema Feinstaubfilter, wie da oben einer hängt, wird damit behandelt. Also wenn ihr eine Absaugung plant oder generell, wenn ihr eine Werkstatt plant, dann ist dieser Kurs vielleicht genau das Richtige für euch. Wenn ihr also noch nicht Abonnent meiner Online-Kurse seid, dann schaut euch das Ganze doch mal an. Ich habe euch das unter dem Video verlinkt. Ja, und das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und habt Spaß in eurer Werkstatt.